Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Spellforce Zeit wird, dem ersten Addon Breath of Winter. Und wir haben ja zuletzt uns hier auf der Karte nach oben gekämpft und wollen jetzt natürlich dann weiter gegen alles Mögliche vorgehen, was hier rot ist. Sprich, hier wird alles gesammelt, was noch zu sammeln ist. Wir haben auch einen guten Vorrat mittlerweile erwirtschaftet, sodass wir bei den noch zu erwartenden Verlusten, die sicherlich noch kommen werden, gut gewappnet sein werden, hoffentlich. Zudem haben wir jetzt hier ein Elfenmonument, was wir besetzen können. Was wir theoretisch auch tun, denn auch die Elfen haben ja ein paar nette Einheiten. Und vor allen Dingen sind die mehr auf Holz beschränkt. Und Holz können wir ja jetzt dann auch dank der Elfen anbauen, wobei ich weiß gar nicht. Die Stadt wird belagert. Ah ja, wo kommen die denn her? Sehr gut. Unsere Stadt. Da kümmern sich hoffentlich die Türme jetzt drum. Oder der Turm. Verfügt über mich. Habe verstanden. Bringt euch in Sicherheit. Auf dem Weg. Ja, wir opfern mal, glaube ich, den einen Arbeiter jetzt ein wenig. Beziehungsweise, was heißt opfern? Na komm, fall um jetzt. Na, geht doch. So, der Arbeiter wird geheilt. Das passt. So, wir wollten jetzt aber das Monument hier besetzen. Zack. Ich hoffe... Nee, das ist alle Stufe 12. Die können wir noch nicht nehmen, weil das Level dafür noch nicht da ist. Und da fehlt auch noch ein etliches. So, denn hier wartet schon irgendwie ein bisschen Trolliges. Und wir haben auch schon ein bisschen was verloren. So, hier wäre auch wieder Eisen. Vorwärts. Das heißt, wir fangen jetzt hier wieder an, so ein bisschen aufzuräumen. Und ja, zu gucken, dass wir unsere Armee dann wieder ein bisschen auffüllen. Diesmal auch ein bisschen... Wir können jetzt quasi das Beste aus beiden Welten nehmen dann, wenn das Ganze aufgebaut ist. Ihr solltet eigentlich... Vorwärts. Ach so, ich bin mit dabei, deswegen ging das nicht. Was ist euer Begehr? Jetzt machen sie es. Menschen-Titan haben wir auch. Und wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir sogar... ich habe hier sogar noch... Pläne für die Dunkelelfen. Das sind alles Gebäude. Naja. Also gehe ich mal von aus, werden wir die auch nochmal spielen. Wobei eigentlich Schwachsinn, was ich hier mache. Ich kann ja hier gleich, gleich schon mal ein kleines Haupthaus bauen, weil die brauche ich natürlich für die elfeninternen Einheiten trotzdem. Wie ihr wünscht. Denn Holz haben wir ja genug. Ich kann ja dann erstmal ein kleines Haupthaus bauen, anschließend Förster und einen Meisterholzfäller. Da habe ich ja gar keine Not. Ich würde... Marschbefehl! Folgt mir! Auf eilenden Schwingen! Belager das mal ein bisschen weiter vor. Platz wäre genug da. Das Bauwerk ist vollendet. So, natürlich kann ich hier nichts mehr lernen, was Nahrung angeht. Also das Haupthaus aufwerten mit Nahrung, um halt mehr Einheiten zu haben, weil da habe ich ja schon das Maximum über die Menschen geholt. So, hier wäre die Signal. Da ist der Förster. Genau. Also würde ich sagen, bauen wir erst die Sägemühle. Auf der Stelle. Holen schon mal ein paar Elfenarbeiter hinterher.
Genügend Absicherung hätten wir im Ernstfall. Das Bauwerk ist vollendet. So, sehr schön. Der wird wahrscheinlich auch gleich besetzt sein. Dann bauen wir gleich den Förster. Ich würde sagen, hier haben wir auch ein bisschen Platz. Hier hin. Und die anderen bauen einen. Also hier kommen irgendwo noch Einheiten die ganze Zeit. Zu Diensten. Vielleicht ganz gut, dass der Arbeiter da jetzt steht. Ich werde angegriffen. Er wird ja geheilt von der weißen Hand. Und hält die. Oh, ich glaube, er überlebt es aber nicht. Schade. So bleiben aber die Imperialen hier immer im. Ah. Hier ist auch nochmal ein Einzelner gekommen. Natürlich völlig ungefährlich. Okay. Ich wollte jetzt aber natürlich gucken. Und zwar Meisterholzfäller. Die Frage ist, brauchen wir den Meisterholzfäller? Dafür brauchen wir das mittlere Haupthaus. Das können wir aber bauen. Das ist auch kein Problem. Wie gesagt, die. Es ist mir eine Ehre. Dank der Menschen haben wir ja genügend Materialien schon vorhanden. So, das Einzige, was jetzt hier noch helfen würde, wäre Lenya. Und da oben ist es, alles klar. Oh, ich sehe auch gerade schon. Das wird bewacht von dem imperialen Hexenmeister. Ich denke, mit dem werden wir kein Problem haben. Vergiften wir ihn mal aus der Entfernung. Zack. So. Und weg ist er. Sehr schön. Ich würde allerdings trotzdem, glaube ich. Und los. Die Fernkampftruppe nochmal nachrüsten. Und zwar. Das Bauwerk ist vollendet. Moment. Scharfschützen haben wir noch 15, das reicht. Aber hier Mentalist und Hypnotist. Da können wir noch ein bisschen was zupacken. Jeweils 3. So, die sind fertig. Sägemühle, mittleres Haupthaus. Dann würde ich sagen, 5 gehen jetzt hier hinten hin und kümmern sich um das Lenya. Wo war es denn? Da ist es. Lenya-Sammler. Da haben wir ihn. Ja, vom Prinzip her muss ich auch mal zusehen, dass ich hier auch ein bisschen mal in die Pötte komme. Mal gucken, wie viel Aufnahme ich in dieser Session machen kann. Denn bald wird auch mal ein neuer Rechner kommen. Und ich weiß gar nicht, ob das da mit der Auflösung alles noch so klappt. Weil wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist ja das eine modifizierte Echse, damit Spellforce auf dieser hohen Auflösung überhaupt läuft. Also hohe Auflösung ist ja in dem Fall Full HD. Und das gab es ja zu Zeiten, als Spellforce frisch rausgekommen ist, ja noch nicht. Ah, okay. Also hier gibt es anscheinend immer noch irgendwo so eine imperiale Basis. Ganz offensichtlich. Aber. Stimmt. Bereit für den Kampf. Die gehen ja nur bis hierhin. Das habe ich ganz vergessen.
Ich habe den Spawnpunkt gar nicht gesetzt. Auf hier oben. Ist die Frage jetzt, ob die paar jetzt hiermit fertig werden. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nämlich nicht. Alles klar. Und hier habe ich doch schon irgendwie so eine Perlenkette gesehen. Okay. Also die Karte ist noch lange, lange, lange nicht beendet. Gut. Und jetzt bauen wir den Meisterholzfäller. Und zwar direkt. Ja, viele Varianten haben wir hier nicht. Hier hin. Ich muss mal hier gucken. Anscheinend entweder, ja, die kam jetzt auch von irgendwo her. Ich habe das Gefühl, meine Mentalisten und so weiter, ja doch. Sie kommen doch durch. Ich sollte trotz allem auch hier ein paar Türme aufbauen. An der engen Stelle hier, falls von unten doch mal was kommt. Also hier sollten die Türme völlig ausreichen, um hier die ganze, alles was hier kommt, wegzuballern, jawohl. Auch wenn die Verteidigungslinie an sich selber eigentlich gar nicht mehr notwendig ist. Das haben tatsächlich nicht alle geschafft. Eigentlich im Endeffekt hat sogar nur ein Mentalist geschafft. Das ist bedauerlich. Und das ist auch nicht sehr gut hier. Bringt euch in Sicherheit. Okay. Die Stadt wird belagert. Unser Aria müssen wir ein wenig schützen. Erwarte Befehle. Verstärkt die Verteidigung. Dann werden wir mal ausrücken. Na gut, der wird das nicht überleben. Bleibt standhaft. Dann werden wir mal ausrücken. Hier ein bisschen beschützen und auch ein paar Türme hier hinstellen. So, und in der Zeit brauchen wir jetzt erstmal eine Schützenhalle, damit wir überhaupt Kämpfer produzieren können. So sei es. Alles klar, also am Holz soll es nicht mangeln. Lenya ist eigentlich auch relativ ausreichend da. Ich würde dann nämlich gerne diese Frostbogenschützen mit da reinnehmen, damit die Gegner ein bisschen verlangsamen können. Mir nach. Moment, hier ist ein Lager. Das habe ich ja auf dem Hinweg scheinbar gar nicht so registriert. Können wir das vielleicht nutzen, wenn wir das gesäubert haben? Gucken wir mal. So, auf jeden Fall wird hier kurz ein Prozess gemacht. Das sind alles Einzelgegner, sollte also alles nicht so das Problem sein. Aber ein Spawnpunkt ist hier nicht. Das heißt, die stehen jetzt hier nur einfach so. Okay, das ist der letzte. Ne, hier sind noch welche. Das ist ein Hinterhalt. Oh, der macht ganz schön Schaden hier. Habe ich jetzt irgendein Ereignis getriggert? Nee. Okay. Hier können wir, glaube ich, nichts machen. Ich sehe jetzt hier auch keinen irgendwie, der irgendwo in der Ecke steht. Nö.
Okay, gehen wir zum ursprünglichen Plan zurück. Nämlich hier das Ganze ein bisschen abzusichern. Ich weiß nicht, so nach so einem richtigen großen Trolllager sieht es hier eigentlich auch nicht aus. Sollten wir also auch ohne Probleme wegmachen können, beziehungsweise hier geht noch keine Gefahr von aus. Okay, so, wo haben wir sie denn? Heilerin, Hüterin, Wanderin. Ich glaube, die war das. So, Waffenkammer und Eisenlager brauchen wir dann noch. Da ist das Eisenlager, das können wir hier hin machen. Wobei, stopp. Nein. Weiter abreißen. Das würde ja eigentlich Sinn machen. Das ist doch wie die Mine, glaube ich, oder? Jetzt bin ich mir gerade ein bisschen unsicher. Aber ich glaube, die Elfen waren die einzigen, die jetzt kein Eisen von sich aus sammeln konnten. Ne? Ich schaue gerade nochmal. Genau, die konnten das nämlich nicht. Aber dafür habe ich hier ja die Menschen. Okay, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich brauche mehr Arbeiter. Sehr schön, da wird schon der erste imperiale Schreckensritter abgefangen. Sogar ein bisschen Loot dabei. So, wir bauen jetzt hier einfach ein paar Türme hin. Und ein paar Menschenarbeiter können wir auch wieder, damit das Area hier auch wieder ein bisschen abgebaut werden kann. Ah, hier ist schon ein bisschen mehr aufgedeckt. So, hier kommen also die Imperialen her. Da sieht man schön die Spawnpunkte. Die schwarzen Verteidigungstürme. Will ich gerade mal schauen. Der Paladin. Wer hatte denn eine höhere Chance gegen schwarze Magie, also widerstandstechnisch? Hm. Ich überlege gerade, so ein Äquivalent zu den Zwergen mit ihren Rammen gibt es in einer anderen Fraktion auch nicht, ne? So, hier wird noch gebaut. So, die Schützenhalle. Eisschlag. Windschütze schießt Eispfeile. Das meinte ich doch. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Aber warum habe ich die Windschütze nicht? Fällt mir gerade mal auf. Die habe ich gar nicht. Das Bauwerk ist vollendet. Moment. Moment. So, Windschütze. Warum habe ich noch kein Windschützen? Jo, weil mir das nicht mitgegeben worden ist. Gut. Gut, gut. Also eigentlich nicht gut, aber... Muss ich doch Eismagier nehmen. Da muss ich eigentlich was ganz anderes bauen. Das ist doof. Jetzt habe ich ein bisschen Ressourcen verschwendet. Aber, na gut, Schule der Alten, die machen wir hier hin. Es ist mir eine Ehre. Da hätte ich vielleicht vorher mal gucken sollen. Naja, so, jetzt schicken wir hier auch mal Menschenarbeiter hin. Oh, Moment, da ist eine... Das Bauwerk ist vollendet. Da habe ich mit dem schon gesprochen.
bitte geht. Habe ich anscheinend schon. Okay. So lange her, wo ich den letzten Take aufgenommen habe, das weiß ich schon gar nicht alles mehr. Und ja, ich habe mich jetzt nicht sonderlich vorbereitet. Muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen. So, die sind fertig hier. Baut gleich den nächsten hier hin. Einfach nur, dass ein bisschen abgesichert ist. Ich würde auch vorschlagen, wir kümmern uns erst hier rum. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt so ein größeres Problem wird. So, die Wanderin haben wir. Enthält den Zauberspruch Eisschild, ein Eisdolch-Resistenz gegen Eismagie. Ja, eigentlich brauchen wir keine Eisresistenz, also noch nicht zumindest. Gut, wir müssen aber so oder so nochmal Waffenkammer bauen. Das Bauwerk ist vollendet. Das ist die Schule der Alten. Wo haben wir denn? Da ist die Waffenkammer. Wo passt die hin? Wie ihr wünscht. So, dann müssten wir es aber so langsam haben. So, der Förster baut hier schön an. Also an Holz sollte es nicht mangeln. Langfristig müssen wir unseren Fokus auf jeden Fall hier hin bringen. Ah, jetzt sind hier Leute rausgekommen. Gehe ich mal dahin. Sofern jetzt hier... Ja, imperialer Hexenmeister. Der kommt mir, glaube ich, nicht in den Weg. Das Bauwerk ist vollendet. So, die drei Türme. Ach komm, wir bauen jetzt hier gleich nochmal einen hin. Ja? Daneben und dann könnt ihr hier frisch beim Aria an die Werder, frisch bei dem Aria ans Werke gehen wieder. Gehen wir es an. So, das müsste von der Reichweite eigentlich ausreichen. Oh, Lena, da stehst du nicht gut. Aber gut, die kann ja nicht sterben. Ja, also war es doch so, wie ich gedacht habe. Nachdem die ganzen Lucien-Blutfänge hier weggemoscht worden sind, haben die sich wieder rausgetraut. Verschwindet, wenn euch euer Leben lieb ist. Geht, Fremdling. Was habt ihr? Wenn die Sonne untergeht, regiert hier der Tod. Ein Fluch liegt über diesem Dorf. Sobald der Mond aufgegangen ist, verwandeln sich unsere Körper in rasende Bestien. Was nicht zu uns gehört, wird zerfleischt. Keine Magie, kein Gebet kann diesen Fluch bannen. Ich bitte euch, geht, bevor es dunkel wird, oder euer Leben ist verwirkt. Was wisst ihr über den Fluch? Es begann, als Keram, unser Schmied, verschwand. Er ging eines Tages auf die Suche nach Brennholz und kehrte nie zurück. Und als die Nacht hereinbrach, traf uns der Fluch. Als Bestien mordeten wir wie leibhaftige Dämonen. Zwar ist keiner von uns seitdem mehr gealtert, aber wir fristen ein trostloses Leben. Nichts vermag uns mehr Freude zu schenken. Nur die Jagd bleibt uns. Kein Schlaf des Nachts, noch nicht einmal der Tod. Was auch immer Keram angerichtet hat, die Götter mögen ihn verfluchen. Gut, ich werde weg sein, bevor es Nacht wird. Okay, also doch nicht so, wie ich gedacht habe. Ärmel hoch und los! Dass die sich versteckt haben, sondern das waren alles Bewohner und ich war eben wahrscheinlich im Dunkeln da und deswegen war hier keiner zu sehen. Okay, gut. Dann produzieren wir mal ein paar Fernkämpferinnen und ein paar Hüterinnen noch für die Nahkampfgruppe.
Lena kann aber auch nicht anders, ne? Gut, sollten wir ihr mal helfen. Wobei ich nicht alleine vorgehen sollte. Das ist ja schon mehrfach schief gegangen. Aber sowas von schief gegangen. So, aber mit Keram sollte ich vielleicht dann nochmal sprechen. Ein toughes Mädchen. Gut, dann greift erst den an hier, meinetwegen. In die Schlacht. Da werden sich schon gerade die Scharfschützen, die an Doppelfeilen drum kümmern. Sollte ich schon mal versuchen, den Turm hier wegzukriegen. Ich würde sagen, wir sammeln uns jetzt hier. Und ich spreche jetzt nochmal mit Keram, weil der soll ja für das ganze Desaster im Dorf verantwortlich sein. Vielleicht hat er mir jetzt ja irgendwas zu sagen. So, Aria-Produktion läuft auch wieder. Schule der Alten. Ja. Gut, die Einheiten stelle ich sowieso nicht her. Geht, bleibt mir fern. Ihr seid der Schmied Keram, nicht wahr? Ihr seid keiner aus dem Dorf. Sie haben euch geschickt, um mich zu töten, nicht wahr? Nein, ich suche nach dem Ursprung ihres Fluches. Ich bin der Ursprung. Ich habe die Siegel des Leids entfernt. Ich wanderte umher, neugierig und unwissend. Dann fand ich diese seltsamen Schreine, einen mit einer goldenen Sanduhr, einen mit einer Fiole aus Glas und einen mit einer brennenden Kerze. Sie sahen wertvoll aus und ohne nachzudenken nahm ich diese Artefakte an mich. Ich lief zurück ins Dorf, doch die Dunkelheit holte mich ein. Da vernahm ich eine Stimme. Wer die Siegel der Bestie bricht, empfängt ihren Fluch. Rastlos und blutgierig irrt er dann herum. Verflucht durch die Finsternis wird er nichts anderes mehr kennen als die ewige Jagd. Und mit ihm all jene, die er liebt und die jene lieben. Dann wurde ich bewusstlos. Als ich erwachte, waren die Artefakte gestohlen. Ich muss sie zurückbringen. Vielleicht löst das den Fluch. Wisst ihr, wo die Artefakte sind? Gestohlen. Ich fand damals Spuren im Sand, die von Gargoylen stammen müssen. Ich habe versucht, sie zu verfolgen, aber sie entkommen mir immer und verspotten mich. Was sind das für Schreine, von denen die Artefakte stammen? Ich vermag mich kaum zu erinnern. Es waren Altäre, seltsame Plätze. Sie schienen zornig zu werden, als ich die Artefakte fortnahm. Ich Narr. Die Artefakte müssen in die Schreine zurückgebracht werden. Aber wie? Und welcher gehört in welchen? Ich bin so verwirrt. Oh, wenn ich doch nur schlafen könnte. Ich werde mich umsehen. So, neue Quest haben wir bekommen. Natürlich, als pflichtbewusste Helden werden wir natürlich diesen Bürgern dieses kleinen armen Dörfchens helfen. Aber nicht mehr in dieser Episode, denn die halbe Stunde ist auch schon wieder rum. Der nächste Take ist im Kasten. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dieser Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.